Im Iran ist der regierungskritische, einst im Exil lebende Journalist Ruhollah Sam hingerichtet worden. Im Staatsfernsehen wird die Nachricht am Samstagmorgen verkündet. Ruhollah Sam wurde heute früh gehängt. Sam wurde nach mehreren Gerichtssitzungen zur Hinrichtung verurteilt. Der zuvor in Paris lebende Sam war erst vor wenigen Monaten in den Iran zurückgekehrt. Warum genau er sich in das Land begeben hat und ob er das freiwillig getan hat, ist unklar. Er war einer von mehreren Oppositionellen im Exil, die in den vergangenen 12 Monaten in den Iran zurückkehrten. Ungeklärt bleibt, warum. Reporter ohne Grenzen bezeichnet das Erhängen des Journalisten als neues Verbrechen der iranischen Justiz. Die französische Regierung wertet es als schwerwiegenden Schlag für die Meinungs- und Pressefreiheit. 2017 hatte Sams online veröffentlichte Arbeit Menschen dazu motiviert, aus Protest gegen wirtschaftliche Missstände auf die Straße zu gehen. Auf seiner Website und in Beiträgen über die Messenger-App Telegram hatte er die Termine für Proteste ebenso veröffentlicht wie Informationen über Regierungsbeamte. Ursprung der Proteste vor 3 Jahren waren plötzlich gestiegene Lebensmittelpreise. Schnell wurde das ganze Land von den Demonstrationen erfasst, die sich dann gegen die politische Klasse richteten. Später flüchtete Sam ins Ausland und sagte, es habe falsche Spionagevorwürfe gegen ihn gegeben. Er stritt die Anschuldigungen der iranischen Regierung ab, über den Telegram-Kanal zur Gewalt angestachelt zu haben. In den jüngsten Gerichtsverhandlungen im Iran bekannte er sich dann schuldig.